herzlich willkommen zurück zu Pirates, The Legend of Black Cats. Ja, Leute, wir haben im letzten Mal hier auf dieser Rambok-Insel einen interessanten Warp gefunden, der uns zur Rambok-Pause führte. Dort haben wir eine Rambok-Galionsfigur gefunden und natürlich einige Schätze. Doch jetzt brechen wir hier auf und werden die anderen Inseln erkunden. So sieht's aus. Ja, ob wir den jetzt hier verwenden werden, weiß ich nicht. Immer schon, da wäre er. Ich rüste jetzt mal aus. Wir haben auch die normale Fähigkeit da. Das ist eigentlich dann besser als der Delfin. In jeder Hinsicht besser als der Delfin. Weil der Rambok halt auch stärker ist. Der Delfin hat somit jetzt keine Existenzberechtigung mehr. Gut, da wir jetzt schon hier sind, im Südosten, würde ich auch sagen, legen wir da mal an. Schauen wir mal. Gib Stoff, Alter. Gib Stoff. Ja, das funktioniert. Ich kann einfach das abschießen. Ohne Probleme. Bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ich gucke jetzt einmal ganz kurz auf die Karte. Oh, ich bin jetzt hier? Oh, shit. Well, that escalated quickly. Und gehen wir erst hier hin. Ist doch so egal. Wir müssen eh zu jeder Insel hingehen. Und ja, die 100%. Jetzt fahre ich wieder weg. Ja, heute habe ich es auch mit der Orientierung, wa? Wow. Wie verpeilt kann man denn sein? Naja. Also, zurück zu unserem ursprünglichen Ziel. Werde ich ja wohl hier irgendwo anlegen können, oder? Jetzt bin ich hier. Ja. Die Irrfahrten des Odysseus. Oder so ähnlich. Dann sind wir hier, aber wir haben die richtige Adresse jetzt. Ja, sind wir auch. Nach all den Jahren. Ja, ich glaube, ich habe zu viel Rum getrunken. Ne? Wisst ihr ja, die Piraten trinken gerne Rum und Grog und alles, was dazu gehört. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen übertrieben, hä? Medieval-Musik wieder. Medieval-like. Ich habe jetzt endlich einen neuen Controller. Jetzt wahrscheinlich, da ich so viel gesagt, ist das auch gerne hier nochmal. Weil der ging nicht richtig nach oben links. Was? Bin ich ein bisschen behindert beim Spielen. Was ist das für ein Geisterpirat? Lustigerweise kann man ihn aber töten. Weil die Geistersoldaten in Dynasty Warriors kannst du ja nicht umbringen. Oh Gott. Da ist so eine mit einer Gun. Nee, so nicht hier. Jetzt kommt der von hinten, ne? Blöd, Mann. Gun kannst du hier sonst wo hinstecken. Oh Mann, wir haben gar nicht mehr so viel Leben, ne? Ui, was ist das für einer? Zombie. Zombie-Pirat. Von Captain Pambossa. Höchstpersönlich, oder was? Ja, konnte aber auch nix. Nix drauf, außer Zahnbelag. So lobe ich mir das. Ah, das ist wie immer so dunkel, ne? Ich freue mich schon auf die anderen Welten, denn die sind nicht mehr so dunkel. Alter. Danke für das Herz, by the way. Und, Alter, diese Geisterpiraten, die halten super viel aus. Immer diese Herzen, immer diese Follows auf Twitch, ey. Solange nicht diese Schreiviecher wieder kommen. Von denen habe ich echt Respekt. Nein, habe ich nicht. Die nerven nur. Habe ich das gerade wirklich gesagt und jetzt ist da so ein Viech. Seht ihr das Blaue? Ich sehe es. Hier. Ich hab's gesagt und es ist passiert. Ich hasse sowas. Ja! Und ein Skelett auch noch. Ja, komm, wir sind erstmal mit unserem Skelettfreund hier. Oh mein Gott, das ist eine eklige Kombo. Schrei! Schrei mich an! Genau! Sammel deine Wut! Und zeig sie mir! So! Na, Skelettfreund. Wow, Wurfmesser. Ey, sag nicht, hier kommen unendlich. Wie in Champions Return to Arms. Gibt's nicht so ein Skelettfriedhof, da kommen unendlich Skelette. Aber wenn du irgendwie eine Viertelstunde auf die einprügelst, dann kommen keine mehr. Warum auch immer. Aber es war so. Hier scheint eine Muschel zu sein und ich habe was gehört. Das da hinten.
kommen immer wieder neue Skelette. Nicht umsonst gut tote Leute. Oh shit. Nein, Master, ich habe ja solche Angst. Kaching, 2500, so viel Geld. Brauch ich mal echt viel Geld. Die Rambock-Pause hat sich gelohnt. Ja, machst du mal eine Kaffeepause? Nein, ich mach eine Rambock-Pause. Scheiß Rahmen. Geht weg. Oh Mann. Das kann ja was werden hier. So viele Skelette. Die sterben. So nicht hier. Von hinten mich einfach abmurksen. Von hinten mich zu meucheln. Ich kann dir im Traum einfallen. Wird leider nie passieren. Sag mal. Leute, sag nicht, ihr kommt wirklich unendlich. Ich will doch nur ein Herz. Ein Herz für die arme Cat. Katrina. Zwei Cats. Da hinten ist ein Teleporter. Mann, das wurmt mich mit den Leben aktuell. Ihr wisst ja, man kann nur an diesen Papageien speichern. Oh yeah, besser als Sex. Oh, das war gut. Der Grog war echt besser als Sex. Actually war der grandios. Alter, was so geil. Endlich wieder volles Leben. Endlich kann das Spiel wieder weitergehen, ohne dass ich die ganze Zeit hier rumheule, dass ich fast tot bin. Ist das nicht ein Traum? Natürlich. Huh? What's this? Wer bist du? Warum störst du unseren Schlaf? Ich möchte dir nichts tun, Captain. Das Meer quält mich. Die Seelen meiner verstorbenen Männer quälen mich. Muss ich mich jetzt auch noch von den Lebenden quälen lassen? Überlasse mich doch einfach meinem Elend. Was ist mit deinem Schiff geschehen? Hinterhältig. Niederträchtig. Schiffe mit gelben Segeln haben uns überfallen. Es waren Piraten. Diese Halunken. Wir haben uns ergeben und die weiße Flagge gehisst. Wir haben ihnen unsere Fracht angeboten und um unsere Leben gebettelt. Diese Hunde haben uns gnadenlos abgeschlachtet. Keiner kam mit dem Leben davon. Nun sind die Seelen meiner Crew in den Tiefen des Meeres gefangen. Unsere Qual ist endlos. Endlos. Gelbe Segel, sagst du? Captain, wie wäre es, wenn ich mich auf die Suche nach diesen Piraten machen und ihrer Terrorherrschaft ein Ende bereiten würde? Mach dich nicht über mich lustig. Ich meine es ernst, Sir. Ich habe ein Schiff und eine fähige Crew. Wirklich? Wenn dir dies gelingt. Wenn es irgendjemandem gelingt, können unsere Seelen vielleicht endlich in Frieden ruhen. Mit Reue kenne ich mich aus, aber auch mit Rache. Ich werde die Schiffe mit den gelben Segeln finden. Vielleicht habe ich dich unterschätzt, junge Lady. Ich besitze einen Schlüssel. Einen verzauberten Knochenschlüssel. Die man jedes Schloss öffnen kann. Wenn dir dein Vorhaben gelingt, gehört er dir. Dann werde ich zurückkommen. Und wir werden warten. Wie immer werden wir warten. Das war ein furchteinflößender Dude. Aber es hat sich gelohnt, die Schiffe mit gelben Segeln sollen wir vernichten. Jetzt frage ich mich natürlich, wo tauchen die auf? Tauchen die in anderen Welten auf? Tauchen die nur hier bei Skelettwelt auf? Oder nur bei dieser Karte? Oder wo tauchen die alle auf? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Aber die Belohnung ist grandios, denn es ist der Skelettschlüssel, Leute. Den wir ja wirklich brauchen. So, auf nimmer Wiedersehen. Du Schreihals. Ja, cool, ey. Ich dachte, jetzt gibt's richtig Ärger, ey. Aber letzten Endes doch ein ganz cooler Dude. Aber verärgern sollte man ihn, glaube ich, nicht. Diesen Geister. Na gut. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ach, da hinten sehe ich doch schon wieder so einen Schreihals. Nein, wie könnt ihr es wagen? Oh, hier ist noch eine Muschel. Sehr geil, die sieht man mal ganz gut. Alles ist so schwarz und düster und dann ist die Muschel eben als schön orange. Sticht sehr heraus. Ach du heilige Pisse. Ich rieche Gold. Oh, hier ist ein Schatz. Seriously? Wir werden gleich suchen, wenn diese Idioten hier weg sind. Hier ist ein Schatz. Seems good. Jetzt frage ich mich nur wo, ne? Ja, da war er. Da war er. Ja! Und es ist ein Kristall-Tiki. Wenn die Magie freigesetzt wird, ist Katharina für ihre Gegner unsichtbar. Ja, wenn man sich an irgendwelchen ekligen Gegnern vorbeischleichen möchte, dann ist das genau das Richtige. Schön. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Nee, das war wirklich nice. Ja, kann sein, dass hier noch mehrere Schätze sind, aber mir ist das erstmal egal. Wie gesagt, wir werden alle Schätze des Spiels holen. Ich bin mich zu entschlossen. Was machen wir dann erstmal wirklich Backtracking betreiben? Sprich, ich spiele erstmal bis zum Final Boss hin. Dann werden wir mal Backtracking betreiben. Das ist zumindest mein Plan. So, hier waren wir überall schon. Richtig? Richtig. Das heißt, wir nutzen den Teleporter und kommen wieder am Anfang dieser Insel raus. Gut. Ja, leider kein Papagei, ne? Feels bad, man. Ist immer schön, dass da ein Teleporter ist. Wenn man dann wirklich die gelben Segelschiffe da gefunden hat, kann man auch schnell wieder zu den Duter zurückkehren. Wir müssen jetzt in Richtung Westen. Und dann haben wir ja einen Kompass extra für Idioten. Gehen wir in Richtung Westen. Da müssten wir jetzt ja richtig sein. Da müsste hier die letzte verbleibende Insel sein. Hey! So ein scheiß olles Dreckschiff von Crimson Guards. Solange es mich nicht ansteuert, ist mir egal. To be honest. Aber steuert mich, glaube ich, an. Oh mein Gott, das steuert mich ja wirklich an. Bruder muss los. Keine Lust. Ja, jetzt kommt die Seeschlachtmusik. Ernsthaft? Keine Lust. Ich glaube, ich spinne. Oh ja. Ist hier kein Papagei? Oder Mamagei mal zur Abwechslung? Doch. Aber mitten. In der Mitte der Insel. Warum das? Ist das schon wieder ein Boss? Ein riesiger Geist oder so. Oh, hier vibriert's. Hier vibriert es, Leute. Hier wird's wieder mehr. Immer noch. Immer noch. Ich kann ja überall sein, what the fuck. Es vibriert überall hier. Vielleicht ist sie auch in Richtung der Küste. Nee. Hier hört's komplett auf zu vibrieren. Oh, da war was. Sehr gut. Was haben wir hier drin? Sowas und ein Eistiki. Wenn die Magie freigesetzt wird, rasselt Eichen und Eichen herab. Der Gegner auf der Stelle festfrieren lässt. Das ist sehr stark. Eis ist halt in solchen RPGs, Action-Adventure, immer super gefährlich, weil man einfach sich nicht bewegen kann und währenddessen kann ich halt auf die einprügeln dann. Also wirklich.
absolut überwältigend. Wahrscheinlich einen der besten Items im gesamten Game. Oh, da ist so ein blöder Kanonenturm. Ach, das sind doch die mit den Explosives, ne? Scheiße. Da nehmen wir unsere Daggers. Weil, auf die habe ich nicht so Bock. Guck mal, jetzt verliert er das. Ja. Und dann besteht sogar die Chance, dass er sich selbst trifft. Und das ist ziemlich geil. Ey! Jetzt habe ich natürlich ein paar Wurfmesser verbraten, aber... Ja, ist halt so, ne? So. Ein Kanonenturm sehe ich da. Fang! Aua. Das war scheiße. Und zack. Kaputt gemacht. Das war's. Die bleiben auch hier nicht zerstört. Die Gegner respawnen ja immer. Und die Kanonentürme bleiben, soweit ich weiß, immer komplett destroyed. Oh nee. Nicht die nervigsten, stärksten Gegner. Das ist mir auf jeden Fall nicht zu schade, hier meinen Special Attack zu machen. Ja, guckt euch das an. Guckt euch das an, wie broken die sind. Nee. Die kann man nicht besiegen. Das gibt's ja nicht, oder? Hä, respawnen die immer? Die werden wir einfach ignorieren, Leute. Die werde ich nicht besiegen. Bin viel zu stark. Da ist der Papagei. Yeah! Geil. Gut. Speichern wir das mal und jetzt steht da 2000. Sieht man nur nicht. Weiß nicht, ist hier irgendwas? Weil wenn da so viele Totenköpfe sind, wachen die was? I don't think so. Mal ein bisschen Leben wiederhergestellt. Da ist irgendwas verriegelt. Fragt mich nicht, wie man das öffnet. Gut. Gucken wir erstmal da hinten. Kann ja sein, dass da ein Boss oder sowas drin ist. Das muss ich jetzt noch nicht sofort haben. Da gönne ich mir erstmal den Rest dieser Insel. Oh mein Gott, diese Geisterpiraten sind echt saustark. Weil die werden nicht umzingeln, ey. Ja, die sind wirklich gefährlich. Ja, viel mehr aus als die anderen. Und sind auch ein bisschen aggressiver. So kommt es mir zumindest vor. Was haben wir hier denn drin? Ja, ein paar Dagger wieder. Ein paar Dagger zurückgekommen. Oh mein Gott, was? Can't believe it. Leute, was ist das denn hier? Das sind ein paar zu viele für meinen Geschmack. Oh mein Gott! Nicht euer Ernst, oder? Jetzt hier. Wo sind die? Jetzt rennen die nämlich weg. Wollte ich euch auch schon mal gezeigt haben. Jetzt seht das. Oh. Allerdings hält das nicht lange. Yikes. Tja, Leute, da muss ich jetzt wohl das Weite suchen. Ich gebe mich geschlagen. Ja, die ganze Zeit habe ich rumgeweint. Zu wenig Leben. Jetzt habe ich definitiv zu wenig Leben. Müssen wir jetzt auf jeden Fall die Daggers ein bisschen nutzen oder die Explosives. Und für das. Zum Anfang. Ich sag's hier. Na gut. Ach, das ist ein Grog. Ich dachte, das wäre so ein Totenkopf. Oh mein Gott, bin ich wieder mal dämlich. Grog. Und er füllt 3 Herzen wieder auf. Was ziemlich geil ist. Für diese prekäre Lage, in der wir uns befanden. Gut. Ach, guck. Wir haben mal so eine Skelett-Truhe wieder mal. Ich brauche den Knochenschlüssel. Wir müssen jetzt wieder den Knochenschlüssel bekommen. Wir müssen die gelben Schiffe versenken. Ich spüre, dass hier irgendwo ein Schatz vergraben ist. Wahrscheinlich wieder eine lange Aufgabe. Wer weiß. Hier ist ein guter Schatz. Aber erstmal habe ich eine Muschel gesehen. Die schnappen uns natürlich. Ich rieche Gold. Wo könnte er sein? Einfach alles absuchen.
Wir ziehen ein bisschen näher. Ich rieche Gold. Ja, hier, oder? Ja. Oh ja, es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Jetzt hier wieder nicht mehr so, ne? Ich weiß, dass hier in der Nähe ein Schatz ist. Sein, in diesem Bereich. Ja, aber wo? Aber wo? Aber wo? Aber wo? Aber wo? Ah, hier war er. Alright. Wir sind so reich, ne? Ich hoffe, wir können unser Schiff so bald wie möglich verbessern. Das war ganz ohne Witz. Es wird wirklich Zeit. Gut. Mehr scheint hier nicht zu sein. Dann gucken wir mal, was da hinten ist. Nicht, dass jetzt wirklich unser Boss erwartet. Würden wir noch schaffen in diesem Part. Aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Der einzige Boss, den ich mich erinnern konnte, war jeweils diese olle Krabbe da. Oh Gott, und die machen auch mehr Schaden, sind die Scheiße, diese Geisterpiraten. Ich hasse sie. Müssen wir uns was ausdenken jetzt hier. Ihr fangt! Ihr Pfeifen! Oh Scheiße. Ja, nein. Ah, man kann so scheiße damit aimen. Es sind nur 9 Stück davon, das ist nicht gut. Yes! Let's go! Vollständig aufgefüllt. So muss das sein. Ja, sorry, ne? Diese Piraten sind stark. Vor allem, wenn 3 gleichzeitig auf mich da einprügeln, dann hört der Spaß auf. Ich höre doch schon wieder ein. Sag nicht, der ist jetzt gespawnt. Ne, das ist der Piraten-Captain, ne? Na gut, 1 gegen 1 hat er keine Chance. Er ist die ganze Zeit nur am Blocken und ich komme die ganze Zeit durch. Der kann nix. Hält aber fucking viel aus. Boah, es ist nervig. Komm, greif du mal an. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ah, hier übersieht man mal so leicht was. Weil alles so dunkel ist. Mann, mach's Licht an. Oh, das ist wirklich so dark. So, jetzt gehen wir mal zum Speicher, Mama Guy. Ja, weiß, vielleicht ist sie auch ein weiblicher Papagei. Also Mama Guy. Und dann werden wir uns jetzt zusammenreißen und tatsächlich jetzt mal probieren, da reinzugehen. Was uns hier erwartet. Wuhu! Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon. Und jetzt haben wir natürlich schön viel davon verbraten. Toll, oder? 2, 3. Bam! Was hat mich da gerade getroffen? Was du das, du scheiß Teil? 1, 2, 3. Gawomski, mach mal Pause. Krok. Jetzt hab ich nur 2, jetzt kann ich das nicht mal mehr kaputt machen da hinten. Wie scheiße ist das denn? Seht ihr, das war tatsächlich Fail, die eben zu verwenden. Die Piraten. Naja. Ich muss später hier nochmal zurückkehren, wenn ich wieder mehr davon habe. So bringt das nichts. Oh, Skelette geben mir was. Glaube ich aber nicht. Die sind nicht so spendabel. In der Regel nicht. Oh, ist aber auch noch ein ganz großer Bereich. Ein Boss gibt es hier allerdings nicht. Oh nein, den Steinschlüssel brauchen wir hierfür, ne? Den haben wir ja. Was war das denn nochmal? Vampirschädel. Ein Schädel, in dem sich der Geist eines Vampirs befindet. Beim Auftreffen saugt er das Leben deines Gegners aus und bietet es dir da. Leichter Schaden, kurze Reichweite. Oh, das ist geil. Weil du kannst halt dich dann wieder hochheilen. Das ist so die Notlösung, wenn du angeschlagen bist. Das sind 2. 2 ineinander. Yikes. Nein, es sind sogar noch mehr. Ist gut. Der Skelett dazu, ne? Wow.
droppen auch gerne dieses Furcht-Item da, diese Furcht-Laterne. Was quasi deren Move ist. Und hier haben wir jetzt auch einen Warpin. Ja, ganz coole Insel. Ziemlich viel Action, hoher Schwierigkeitsgrad. I like it. Das ist doch ein tolles Piratenabenteuer. Hier ist kein Schatz. Echt nicht. Keine Muschel. Gar nichts. Hier ist scheinbar wirklich nichts. Das kann ich nicht glauben. Nach all den Jahren als Pirat. Kann ich das nicht glauben. Oh Mann. Junge, diese Skelette. War da nicht noch was? Hey! 1000 Gold! Will ich nicht einfach so da liegen lassen. To be honest. Es sind mehr von diesen Schreihelden. Die respawnen raus. Die respawnen alle Leute, die Gegner hier. Sind halt Untote, was erwartet ihr? Das Konzert könnte auch anders halten. Ich bin nicht interessiert. Sorry. Eine Truhe, die ich nicht geöffnet habe? Nee, die ist geöffnet. Ja, sorry, man sieht hier halt kaum was, ne? Wir werden beschossen und können nichts dagegen tun, denn wir können uns nicht wehren. Das wird uns nur das Leben erschweren. Nee, ernsthaft, ich kann das jetzt nicht mehr kaputt machen. Yikes, weil ich allzu viel verballert habe. Das ist echt doof. Na gut. Mehr scheint hier jetzt aber vorerst auch nicht zu sein. Das heißt, wir machen uns aus dem Staub. Dann werden wir im nächsten Part zu neuen Bereichen fahren, segeln, whatever. Da wir hier bei dieser Inselkarte vorerst erstmal durch sind. Eine Truhe fehlt, das ist die Knorrentruhe. Eine Muschel fehlt, die kann in der Knochentruhe sein. Weiß man nicht. Ist mir auch erstmal egal. Wie gesagt, 100% juckt mich erstmal nicht. Weil wir sowieso noch nicht alles haben. Scheiße, ich hätte vielleicht nochmal zum Papagei gehen sollen. Mache ich jetzt nicht, aber ich will hier den Part beenden. Leute, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir zu einer neuen Inselkette segeln. Bis dann und ciao! We'll be right back.